Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Unser heutiges Thema: ist Biosprit umweltfreundlich oder umweltschädlich? Meine Gäste sind Barbara Metz. Barbara Metz ist stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe ist ja eine umstrittene Organisation. Für die einen ist sie der Sargnagel der deutschen Automobilwirtschaft und für die anderen führt die Umwelthilfe einen gerechten Kampf für eine saubere Luft und für unsere Gesundheit. Der zweite Gast ist Jo Leinen. Jo Leinen ist ein Urgestein der deutschen Umwelt- und Friedensbewegung. Er war auch einige Jahre Umweltminister im Saarland unter Oskar Lafontaine und war dann 20 Jahre lang Europaabgeordneter für die SPD im Europäischen Parlament. Ich begrüße beide sehr herzlich, Jo Leinen in Saarbrücken und Frau Metz in Berlin. Hallo. Hallo. Ja, Frau Metz, Ladies first. Sagen Sie, Bio hat ja immer einen sehr positiven Klang. Bio ist schön, Bio ist grün, Bio ist gesund. Aber bei Biosprit haben Sie wohl als Vertreterin der Deutschen Umwelthilfe einige Bedenken. Welche? Genau, also bei Biosprit ist vielleicht das Bio am Anfang des Wortes ein bisschen irreführend. Man muss sich das nämlich genau betrachten, woher kommt eigentlich der Biosprit? Und dann gibt es natürlich Biosprit, der aus Biomasse erzeugt wird, die extra dafür angebaut wird. Das ist ganz grundsätzlich, kann ich das an der Stelle sagen, sicherlich nicht gut, das zu tun. Das wird keine Lösung für unsere Probleme bringen, sondern noch weitere Probleme erzeugen. Stichwort hier, dass natürlich dann Agrarflächen dafür benötigt werden und eben bisher auch ungenutzte oder ja landwirtschaftlich ungenutzte Flächen dafür zur Verfügung gestellt werden müssen. Das erzeugt hier in Deutschland natürlich Probleme, aber insbesondere auch in anderen Ländern, wo eben zum Beispiel Tropenwälder dafür weichen müssen oder auch Feuchtgebiete trockengelegt werden. Also insofern ist das tatsächlich ein Ansatz, den wir ganz klar ablehnen. Das wird keine Lösung sein können. Dann gibt es an der anderen Stelle hier Biosprit, der aus Reststoffen erzeugt wird. Das ist klimabilanziell oder ökobilanziell auf jeden Fall die vergleichsweise bessere Alternative, aber auch da ist es so, dass der aus Reststoffen erzeugte Biosprit im Vergleich genauso gut oder schlecht, wie man so will, im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen dasteht oder teilweise sogar auch ein bisschen schlechter. Also insofern auch da hat es sicherlich eine Nischenberechtigung, aber es ist nicht skalierbar und wird uns deswegen auch für den Verkehrssektor keine Lösung bringen hinsichtlich der Erreichung der Klimaziele. Ich meine, der große Vorteil der Bioenergien insgesamt ist ja, dass sie speicherbar sind. Und das wäre doch auch für den Mobilitätsbereich sicherlich zumindest in einem ganz kleinen Maßstab eine gewisse Hilfe, wenn der Reststoff, Bioreststoff vielleicht aus der Region kommen, wenn er nicht aus anderen Ländern angekarrt werden muss, muss man da nicht etwas differenzieren. Wäre das nicht zumindest für einen kleinen Teil unserer Mobilität doch eine gewisse ökologische Hilfe? Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich vorhin auch insofern differenziert, also als ich gesagt habe, dass als Nischen Lösung kann es sicherlich an der einen oder anderen Stelle oder sollte es auch eingesetzt werden, wie zum Beispiel auch in einem Verkehrssparte wie der Schwerlastverkehr, wo es auch schwierig ist, sage ich mal, mit einer direkten Elektrifizierung, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand, direkt eine flächendeckende Lösung zu finden. Also das dort einzusetzen, wo es am effizientesten genutzt werden kann. Also das ist sicherlich eine ganz entscheidende Prämisse an der Stelle. Jo Leinen, war es nicht eine entscheidende Hilfe der EU und des Europaparlaments oder eine Entscheidung des Europaparlaments, dass überhaupt in der gesamten EU diese 10% Beimischung für Biosprit beschlossen worden ist? Das war doch eine Initiative, die Sie damals mit unterstützt haben, oder? Ja, ich bin ja schon länger dabei und kann mich daher erinnern, dass in den 90er Jahren Bio das Beste und das Größte war, was man sich vorstellen konnte. Auch die Grünen waren für Bio, weil das Wort suggeriert, dass es ja gut ist und auch eingesetzt werden kann.
Und dann haben wir natürlich gelernt bei den Brotpreisen in Mexiko, dass die Biokraftwerke in den USA den Mexikanern sozusagen das Essen vom Teller genommen haben und der Mais halt eben verfeuert wurde. Und hinzu kommt, was auch gerade gesagt wurde, das Palmöl in Indonesien und in Malaysia, wo die Wälder dafür abgeholzt worden sind. Also Bio bekam dann plötzlich keinen guten mehr, sondern einen ganz schlechten Namen. Nun muss ich aber sagen, beide Extreme waren falsch. Alles Bio ist falsch und kein Bio ist auch falsch. Und ich denke, wir haben im Parlament bei der erneuerbaren Energierichtlinie, für die ich für meine politische Gruppe zuständig war, viel gelernt. Wir haben gesagt, lasst uns doch den ökologischen Fußabdruck schauen. Und dann sehen wir, was da gut ist und was schlecht ist. Und dann hat sich eine klare Rangfolge gebildet. Palmöl hat am schlechtesten abgeschnitten. Soja war das zweitschlechteste. Und ich sage mal, die Zuckerrüben in Baden-Württemberg, die waren so, je nachdem, wo man sie anbaut, gut oder schlecht. Also in der Tat, Bio ist nicht das große Angebot, aber ich bin auch nicht dafür, es zu verteufeln. Es gibt Nischen, in denen wir Biokraftstoffe gebrauchen können. Und wenn wir genau gucken, was der Fußabdruck ist, dann gibt es auch welche, die gar nicht so schlecht sind. Ich will mal ein positives Beispiel bringen für Bioenergie, wo sie vielleicht ganz sinnvoll ist, Frau Metz. Wir hier in Baden-Baden haben eine Sammelstelle für Biorechtsstoffe. Da wird gesammelt beispielsweise das Gras vom Wegesrand oder die Grünschnitte der Gärten Baden-Badens oder auch zum Teil das Altholz in den riesigen Wäldern. Wir haben, glaube ich, die zweitgrößten Wälder in ganz Deutschland hier in Baden-Baden. Und Tausende, und dann machen die Stadtwerke daraus Bioenergie. Sie machen Strom und sie machen Wärme. Und Tausende Baden-Badener bekommen so ihre Biowärme und ihren Biostrom. Ist so ein Beispiel nicht sinnvoll und sollte das nicht viel öfter genutzt werden, wenn der Rohstoff Reststoff ist und aus der Region kommt? Was denken Sie dabei? Genau, das ist genau der Punkt, wenn der Rohstoff Reststoff ist. Und dann muss man sich natürlich nochmal genau anschauen, welche Reststoffe sind es. Also das, was Sie gerade genannt haben, der Grasschnitt und so weiter, das ist, denke ich, da an der Stelle unstrittig. Bei den Resthölzern muss man sich natürlich das auch immer wirtschaftlich betrachten, denn alles, was ich sozusagen aus dem Waldboden wegnehme oder dem nicht weiter überlasse, für den organischen Zerfall. Damit setze ich natürlich dann auch wieder gebundenes CO2 frei. Insofern muss man das natürlich jetzt auch ökobilanziell, sag ich mal, richtig betrachten, um dann auch zu dem richtigen Ergebnis an der Stelle zu kommen. Wenn ich die ganzen Wälder leer räume, dann werde ich da ein anderes Problem haben, wenn ich sozusagen die organischen Stoffe für den Boden da alle rausnehme. Also insofern, ja, das kann man machen, aber vielleicht bringe ich jetzt nochmal ein anderes Beispiel, was eben, wenn man solche Anlagen hat, wir kennen jetzt ein Beispiel aus Hamburg, wo ja jetzt überlegt wird, für die Wärmeerzeugung Buschholz aus Namibia zu verfeuern. Das ist etwas, wo man sich ja die Frage stellen muss, ob es sinnvoll ist. Klar, CO2-Vergleich Kohle und Gas ist Holz besser, aber sozusagen in dieser Geschichte müsste ich ja nochmal die Transportkosten, die der Transport verursacht, des Buschholzes nach Hamburg auch mit berücksichtigen. Das heißt, um solche Anlagen, nur mal angenommen, die sind dann nicht ausgelastet, dann weiter sozusagen vollständig auszulasten, auf solche Ideen zu kommen, ist sicherlich dann wiederum nicht unbedingt zielführend. Und deswegen muss vorher genau analysiert werden, wie viele Reststoffe sozusagen auch kontinuierlich vorhanden sind aus der Region, die man sinnvoll dort einsetzen kann. Und danach muss natürlich dann entsprechend auch Größe und Standort ausgelegt werden. Frau Metz, mich rufen gelegentlich Bauern an und frage, ob ich zur Einweihung ihrer Biogasanlage einen Festvortrag halten könnte. Ich frage dann die Bauern immer, was ist der Rohstoff, den sie nutzen? Wenn da einer sagt, 100% Mais, dann sage ich, dann müssen sie sich einen anderen Festredner suchen. Ja. Wenn mir aber einer, denn Maismonokulturen können nicht die Lösung sein für die Böden, das wissen wir. Aber wenn mir einer sagt, 30% Mais
und 70% andere Rohstoffe, vor allen Dingen Reststoffe, dann sage ich zu. Ist das richtig? Das müsste man sich tatsächlich nochmal ökobilanziell anschauen und das wirklich auch in die Zukunft denken. Also was bedeutet das für die Region und gibt es da Konkurrenzen mit naturschutzlichen Gebieten und so weiter? Will dann der Nachbar auch eine Biomasseanlage aufstellen und muss dann natürlich wiederum auf seinen Flächen auch 30% Mais anbauen und dafür, sag ich mal, verdrängtes anderes, sag ich mal, Anbauarten, die dann eben zur Lebensmittelverwertung verwendet werden können. Also insofern hat es schon eine gewisse Implikation, wenn 30% Mais dort auch eingesetzt wird. Ich denke, das ist ganz schwierig, das pauschal zu beantworten. Man muss immer die komplette Region in den Blick nehmen und dort auch sozusagen betrachten, wie die landwirtschaftliche Situation dort ist, naturschutzliche Flächen, wie viele gibt es noch? Wie viele Flächen sind überhaupt noch zur Verfügung? Welche Konkurrenzen gibt es an der Stelle? Deswegen ist es jetzt für mich schwierig zu sagen, grundsätzlich, das kann man so machen und das ist richtig oder das ist falsch. Jolainen, wie ist das denn europaweit? Ist das nicht nur eine Nische und reden wir da über ein Problem, das vielleicht nur ein Problemchen ist? Oder ist das europaweit ein ganz großes Problem? Wie viel Prozent der Energie wird denn biologisch eingesetzt, europaweit? Na gut, ich sage ja, in den 90er Jahren gab es einen richtigen Hype für Biokraftstoffe und da gab es auch eine europäische Gesetzgebung, dass man 10% beimischen kann beim Benzin. Das E10-Thema kennen wir ja in Deutschland. Ich muss sagen, in Frankreich ist die Debatte so gar nicht gelaufen. Da ist die Beimischung einfach auch akzeptiert worden. Bei uns hatte man ja eher Angst, dass der Motor kaputt geht, als dass das ökologische Folgen in der Landschaft hat. Aber man hat doch gesehen, dass dann Monokulturen kamen, Herr Alt, Sie haben also Maisflächen genannt, die man dann auch entdeckt hat, dass großflächig Mais angebaut wird für E10. Und wir haben bei der letzten Gesetzgebung die Notbremse gezogen. Es gibt also Obergrenzen, was diese Biokraftstoffe leisten dürfen. Das ist 7% aller Erneuerbaren. Das kann nicht mehr werden. Und da würde ich jetzt auch noch mal sagen, man muss gucken, wie ist der ökologische Fußabdruck, wo dieser Biokraftstoff herkommt. Ich würde auch nicht verneinen, dass man Mais oder Zuckerrüben benutzen kann, wenn es keinen Verdrängungswettbewerb mit Nahrungsmitteln hat. Wir haben ja auch Flächen, wo Nahrungsmittel nicht angebaut werden, die stillgelegt sind. Also man muss da genau hingucken, wo kommt das Zeugs her und in welchen Mengen wird es eingesetzt. Und ich glaube, mit diesen beiden Kriterien lässt sich Bio auch einsetzen für Kraftstoffe. Ist das denn, wenn heute ein deutscher Autofahrer an eine Tankstelle fährt und sieht da nach wie vor E10 ist im Angebot, wie kann der denn wissen, wo das Zeugs herkommt, wie Sie sagen? Das kann ja sein, dass es tatsächlich aus Malaysia kommt und Palmöl ist. Oder das kann auch sein, dass es direkt aus der Region kommt. Wie soll sich denn da ein Autofahrer, eine Autofahrerin informieren, Herr Leinen? Ja, in der Tat, an der Tanksäule wird man das nicht feststellen können. Das wäre vielleicht eine gute Idee, dass es eine Deklarationspflicht gibt. Also Shell, BP, Aral, wie sie alle heißen, dass die da einen Zettel haben müssen. Genau wie unverträgliche Stoffe in Speisen bei Restaurants deklariert werden, dass man das E10 auch deklariert und sagt, wo kommt das her? Ja, und dann hätte der Kraftfahrer auch eine Handlungsanweisung, nehme ich das oder nehme ich das nicht? Weil man muss ja nicht E10 tanken, nicht? Man hat ja die Alternative mit dem Super und von daher ist das ja kein Muss. Ich sehe, dass unsere Gesetzgebung, die wir 2018 gemacht haben, die ist relativ neu, die kommt jetzt dieses Jahr in Kraft. Und im Bundestag wird das gerade im Moment auch umgesetzt. Im Bundesemissionsschutzgesetz werden diese Anforderungen in deutsches Gesetz transportiert. Also ich würde mal sagen, gegen Ende dieses Jahres wird man dann wirklich eine Differenzierung und eine Qualifizierung
der Biokraftstoffe haben, auch beim E10. Bisher ist das nicht der Fall. Das ist eine große Lücke und noch eine Altlast von vergangenen Zeiten. Ist denn vorgesehen, Herr Leinen, dass auch der Autofahrer oder die Autofahrerin, wenn sie an die Tankstelle fahren, sehen können, wo das Zeug herkommt? Muss das angezeigt werden dann an der Zapfsäule? Gut, die Hersteller wissen es ja, der Verbraucher weiß es nicht. Das ist ein guter Punkt. Ich hatte kürzlich noch mit Berichterstattern aus dem Bundestag eine Debatte darüber, weil im März die Beratung im Bundestag losgeht über dieses Gesetz. Das werde ich mal mitnehmen. Das ist ein Punkt, der ist bisher gar nicht aufgetaucht. Ja. Frau Metz, falls Sie Auto fahren noch, tanken Sie E10? Also tatsächlich besitze ich selbst gar kein Auto. Nee, insofern tanke ich dann kein E10. Mein Mann ist Tierarzt, besitzt ein Auto. Der fährt einen Benziner, kann ich dazu sagen. In den 90ern war ja in der Tat, wie Joe Leinen schon gesagt hat, Bio ein großes Thema. Und ob das auch Öko ist, danach haben wir gar nicht gefragt. Übrigens, ich gehöre auch zu den Sündern. Ich habe damals das Buch geschrieben, Schilfgras statt Atom. Und an einigen Stellen klang es in der Tat so, als sei das die ganz große Lösung. Da bin ich auch schon abgerückt davon. Aber nehmen wir mal Bio insgesamt. Und die Sie, Frau Metz, haben ja schon die Wälder angesprochen, dass man da nicht alles ausräumen darf. Es ist sicherlich besser, Holz aus dem Wald zu nehmen, um zu bauen, als Holz aus dem Wald zu nehmen und es für Heizungen zu verbrennen. Wie stehen Sie dazu, dass immer mehr Architekten sagen, ich baue mit Holz und immer mehr Häuslebauer auch sagen, das ist doch ökologisch, wenn ich mit Holz baue. Denn die Herstellung des Baumaterials Holz ist viel energiefreundlicher als die Herstellung des Baumaterials Zement oder Gips oder Metall oder so etwas. Also zum Bauen hat da die Umwelthilfe auch Probleme, wenn wir mehr mit Holz bauen, was ja in der Tat gemacht wird in Deutschland. Und ich glaube, ökologisch ist das auch recht sinnvoll. Weniger und fast kein Holz mehr verbrennen, aber mehr bauen damit. Denn da wird ja CO2 gespeichert und nicht freigesetzt im Baumaterial Holz. Da freue ich mich jetzt richtig, dass Sie das Thema ansprechen, weil das aus meiner Sicht immer viel zu kurz kommt. Und das ist eins der Themen, mit denen ich mich ganz intensiv beschäftige, nämlich mit der Frage, was nachhaltiges Bauen eigentlich ist. Natürlich ist der Baustoff Holz einer, der vergleichsweise eine positive Klimabilanz hat, je nachdem, um welches Produkt es sich dann am Ende des Tages handelt. Und es gibt auch Holzbauoffensiven in Baden-Württemberg oder eben auch in Hamburg, wo man eben das Bauen mit Holz fördert. Auch da ist es aber wichtig, dass man die Frage stellt, woher dieses Holz kommt und dass es nachhaltig in der nachhaltigen Forstwirtschaft auch gewonnen wird. Dazu forscht zum Beispiel auch das Thünen-Institut für Holzforschung, die genau sich betrachten, wie viel Holz wächst nach und wie viel kann ich aus den Wäldern aus einer nachhaltigen Perspektive dann auch entnehmen. Trotzdem, gerade im Gebäudebereich wird die Lösung auch nicht sein, dass ich dann die Prämisse ausgebe, baut bitte alles in Holz und wir haben kein Problem. So viel Holz werden wir nicht zur Verfügung haben und deswegen werden auch viele andere Produkte hier natürlich zum Einsatz kommen müssen. Und die viel wichtigere Frage, die man sich stellen muss, ist erstens, welche Gebäude sind schon da, die ich weiter nutzen kann, weil das Unökologischste ist tatsächlich, ein Gebäude abzureißen und neu aufzubauen. Punkt. Egal, welchen Baustoff ich dafür einsetze am Ende des Tages. Das heißt, das ist ganz wichtig zu betrachten. Und dann geht es natürlich darum, dass egal, ob es Holz ist, ob es Polystyrol ist, ob es Zement ist, dass dann dafür gesorgt wird, dass so gebaut wird, dass, wenn ich es dann tatsächlich rückbauen muss, diese Materialien wieder im Kreislauf geführt werden können. Das heißt, man das eben wieder auseinandernehmen kann und recyceln kann und wieder einsetzen kann. Das ist aktuell ganz schwierig, weil Häuser bei uns so gebaut sind, natürlich über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte hinweg, dass die Dinge, die dort verbaut sind, erstens weiß man gar nicht mehr, was drinsteckt. Zweitens ist es ganz schwierig, die Bestandteile voneinander zu trennen und entsprechend dann im Recycling zuzuführen. Insofern die vermeintlich einfachen Lösungen, auch an der Stelle zu sagen, wir machen alles in Holz,
Und dann haben wir im Gebäudebereich kein Problem. Das funktioniert leider so nicht. Und das vielleicht nochmal als grundsätzlichen Satz. All diese Ansätze haben in bestimmten Betrachtungen eine Berechtigung. Aber dieses von ja teilweise Heilsversprechen, was in all diesen Ansätzen liegt, sei es Biosprit oder Bauen in Holz oder sei es Wasserstoff, der alle unsere Probleme lösen kann und uns verspricht, wir lösen das alles, wir können die Klimaziele erreichen und wir müssen nichts ändern. Wir können alle Strukturen so erhalten, wie sie aktuell sind und wir müssen uns nicht anpassen. Das wird, egal wo ich hinschaue, nicht funktionieren. Ja. Ich erinnere mich, dass in der ARD eine Sendung zum Thema Bauen mit Holz gemacht habe. Und damals wurde gesagt von den Fachleuten, in Deutschland, also vor etwa 20 Jahren war das, wird etwa 5 oder 6% des Baumaterials aus Holz hergestellt. Da hätten wir noch viel, viel Luft nach oben. Inzwischen sind wir bei, wenn ich es richtig im Kopf habe, 18% des Baumaterials aus Holz. Allein eine Frage an den Europapolitiker. In anderen Ländern, zum Beispiel Österreich oder Schweiz, wird viel mehr mit Holz gebaut. Oder auch in den skandinavischen Ländern, die haben noch mehr Platz und haben mehr Wälder als wir prozentual in Deutschland. Sind wir da bereits an Grenzen angelangt, wo wir nicht darüber hinaus dürfen, damit der Wald halt ein guter, nachhaltiger Wald bleibt? Oder ist da noch viel Luft nach oben? Können wir europaweit noch mehr mit Holz bauen, als das heute der Fall ist? Ja, Sie werden vielleicht verfolgt haben, Herr Alt, dass die Europäische Kommission eine neue Programmatik ausgelobt hat. Das neue europäische Bauhaus haben Sie das genannt. Also genau aus dem Grund, Bauen und Gebäude ein ökologisches Problem darstellen. Und ich habe kürzlich gelernt, dass Zement weltweit der viertgrößte CO2-Emittent ist. Nicht? Zement ist für 7% der weltweiten CO2-Emissionen schuld. Das ist also nach China, selbst, USA. Herr Leine, selbst Bill Gates hat das in seinem neuen Buch, das jetzt so groß Furore macht, auch in der Umweltbewegung, erwähnt, dass Zement, die Zementproduktion einer der ganz großen Probleme ist. Und die EU auch, Sie haben recht, ja. Das ist man sich gar nicht gewahr, dass Beton, mit dem ja die meisten Häuser gebaut werden, tatsächlich ein Ökoproblem darstellen. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Das Bauhaus nach dem Ersten Weltkrieg war ja auf diese moderne Bauweise mit Zement und mit Beton ausgerichtet. Und da müssen wir wegkommen. Das kann nicht mehr die Lösung für die Zukunft sein. Und ich denke, Holz ist ein interessanter Baustoff, weil er, wenn es richtig designt ist, wiederverwendet werden kann und ja ein nachwachsender Rohstoff ist. Ich würde auch zustimmen, dass das kein Allheilmittel ist. Da werden wir noch andere Baustoffe finden müssen. Aber Holz ist sicherlich in Deutschland und in manchen anderen Ländern hat noch viel Luft nach oben. Man sieht ja schöne Beispiele in natürlich den bergreichen Ländern, aber auch in Skandinavien, wie Holzbauten angenehm sind zum Wohnen und ja auch diese Vorteile haben. Das ist ein Baustoff, der nicht so hohen Ökoaufwand hat als unser Beton, mit dem wir herkömmlich die Häuser bauen. Also da gibt es das neue europäische Bauhaus, ist eine Aufforderung an Architekten, an Planer, auch an Städteplaner, sich Gedanken zu machen über ökologischere Bauweisen. Und wir sehen in den nächsten Jahren, dass da auch viele gute neue Ideen rauskommen. Auch wie man Sonne und Umweltenergien ja, in das Bauen einrichtet. Viele Gebäude stehen ja einfach falsch. Ja? Sie haben nicht die Sonnenseite, sie können vielleicht auch dann Wasser oder Wind nicht so speichern. Also da gibt es viel zu lernen. Ich war ja auch mal in Abu Dhabi, in dieser Mustersiedlung, wo man sieht, in heißen Regionen gebaut wird, da ist es 45 Grad und trotzdem sind die Gebäude kühl, weil die mit Lüftungsschächten sozusagen die Thermik regulieren und wir überhaupt keine Kühlgeräte brauchen in der Wüste.
Und insofern gibt es also Möglichkeiten, die wir in Europa nie genutzt haben. Und die muss man beim Bauen in Zukunft nutzen. Ich kenne einen Architekten, Rolf Disch in Freiburg, ein großer Solararchitekt, der sucht für seine Häuser und Siedlungen, die er baut, altes Holz aus dem Mittelalter. Aus mittelalterlichen Häusern nutzt die heute nicht mehr bewohnt werden können, nutzt er das Holz und baut heute mit Holz, das schon seit 500 Jahren benutzt wird als Baumaterial, wieder neue Häuser. Da sieht man, wie man intelligent bauen kann. Und wenn Architekten dann noch lernen, wo Süden ist und dass man auch die Sonne gut nutzen kann, dann in der Tat, Frau Metz, ist Holz aus dem Mittelalter ein sehr moderner Baustoff. Würden Sie dem zustimmen? Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen und genau im Sinne der Kreislaufwirtschaft und der Wiederverwendung. Ganz abgesehen davon, dass ich es mir sehr schön vorstellen kann, wenn solche Dinge verbaut werden. Ja, also noch mal jetzt auch eine, ja, Herr Leinen. Ich habe als Umweltminister zwei Lehmbausiedlungen in Saarbrücken initiiert und die Menschen sind glücklich. Die haben sogar das selber gebaut. Diesen Stoff müssen wir auch noch im Auge haben. Lehm war ja ein alter Baustoff. Und wenn man die Gebäude in Sanaa im Jemen sieht, diese legendären Bauten, die seit Jahrhunderten bestehen, dann ist das ein atmender Baustoff, vielleicht auch eine Alternative zu Beton, was auch sehr gut Lehm sich in Kombination mit Holz als Hausbau verwenden lässt. Ja, als jemand, der seit 40 Jahren in einem Holzhaus wohnt, und zwar Holz aus dem Schwarzwald hier in Baden-Baden, freue ich mich natürlich, das alles zu hören. Frau Metz, haben wir denn genügend Lehm in Deutschland oder ist das auch schon wieder begrenzt und darf man da auch mit Lehm nicht mehr bauen? Wie ist das denn? Auch da, also gerade auch Kies, Sand, all das sind natürlich und Lehm, das tatsächlich muss ich zugeben, dass ich das im Moment gar nicht weiß, ob das jetzt auch schon überlegenswert wäre. Ich nehme es mal an. Ich glaube, egal was wir einsetzen, ist das maßvolle Einsetzen und die Betrachtungsweise der Ressourcen, die eben zur Verfügung stehen und immer auch die Frage, wo kommen die Dinge her, das muss sozusagen immer in der Überlegung mit einbezogen werden. Sonst gerät man, glaube ich, da auf eine falsche Schiene, wenn man so will. Und fährt vermeintlich da in die richtige Richtung, aber stellt dann fest, dass man an anderer Stelle große Probleme verursacht. Das heißt, egal um was es sich handelt, muss man es so betrachten, dass man die verschiedenen Perspektiven mit einbezieht. Denn so eine singuläre Betrachtung im Verpackungsbereich gibt es da wunderbare Beispiele. Wenn ich eine bestimmte Verpackung anschaue und die kann recycelt werden und so weiter, muss ich ja trotzdem an der Stelle zum Beispiel die Frage stellen, wäre aber eine ganz andere Verpackung vielleicht die viel ökologischere, auch wenn die mir vorliegende Verpackung recyclingfähig ist, gibt es nicht eine, die ich häufig wiederverwenden kann oder die gar nicht benötigt wird. Also das heißt, man muss schon die verschiedenen Dimensionen mit betrachten, wenn es um solche vermeintlichen Lösungen dann geht, um dann auch wirklich am Ende des Tages eine klimapolitische und ökologisch sinnvolle Entscheidung treffen zu können. Herr Leinen, wir haben ja in den 90ern zusammen mit anderen Umweltbewegten den globalen ökologischen Marshallplan initiiert. Damals haben uns 750.000 Menschen unterschrieben für eine ökologischere Zukunft, für ein Jahrhundert, das 21. Jahrhundert, ein Jahrhundert der Umwelt. Damals hat Klaus Töpfer einen Vortrag gehalten und hat uns gesagt, ökologisches Bauen heißt nicht bauen, sondern in erster Linie renovieren und restaurieren. Würden Sie dieser These von Klaus Töpfer, die ist 25 Jahre alt, auch heute noch zustimmen? Ja, wir haben ja eine interessante Debatte jetzt über das Bauen der Zukunft. Die Grünen haben ja mit dem Thema Einfamilienhaus eine Sache aufgestöbert, die jetzt auch im Bundestagswahlkampf Kreise zieht. Also in der Tat, es geht einmal um die Baustoffe, die man benutzt und dann um die Art des Bauens. Wenn man sich vorstellt, dass unsere Gesellschaft auch immer älter wird, dass in Berlin 50% der Leute Single-Haushalte haben und in den Städten sind es auch 30% meistens, dann braucht man eine neue Art des Bauens, ein vernetztes Bauen. Da sind die Niederländer, die Dänen, auch die Skandinavier schon viel weiter wie wir. In Deutschland
habe ich gelernt, sind von 18 Millionen Gebäuden, sind so 15, 16 Millionen sind Einfamilienhäuser. Ich muss gestehen, ich wohne auch in einem. Ja, aber ich habe auch ein altes Haus sozusagen renoviert und nicht ein neues gebaut. Aber wenn man jetzt neue Baupläne macht in den Städten, in den Dörfern, muss man sich auch für den Flächenverbrauch vieles überlegen. Ja, der Flächenverbrauch ist viel zu groß, das wissen wir seit ewigen Zeiten. Und man muss vielleicht intelligentere Bauweisen kriegen, wo die Privatheit gewahrt ist, aber trotzdem auch eine Gemeinschaft entsteht. Und ich glaube, dass viele dieses Bedürfnis viel mehr verspüren, als vielleicht im letzten Jahrhundert, wo man sich eher auch abgeschottet hat und eher dann allein sein wollte. Also das Bauen ist ein großes Thema und die Grünen haben das angestoßen. Das wird jetzt seine Karriere machen in den nächsten Monaten. Und ich hoffe auch mit dem neuen europäischen Bauhaus, also dieser ganzen Debatte, wie gestalten wir unsere Dörfer, unsere Städte, was dann noch dazukommt. Und wie Frau Metz gesagt hat, was wir erhalten können und dann schöner machen. Ja? Alte Gebäude sind manchmal schön, aber manchmal auch rappelig und brauchen eine Grunderneuerung. Wenn wir dann noch mit finanziellen Anreizen rangehen, steuerlichen Anreizen, finanziellen Anreizen, dann muss auch das Bauen klimapolitisch und ökologisch gelingen. Frau Metz, wie stehen Sie und die Deutsche Umwelthilfe zu dieser Debatte um das Einfamilienhaus, das die Grünen angestoßen haben? Also erstmal finde ich das schade, dass sozusagen da auf diese Art und Weise im Moment darüber diskutiert wird, weil das, was den Grünen da vorgeworfen wird, hat der Toni Hofreiter im Interview so nicht gesagt. Aber das kann man sich ja dann auch nochmal im Detail durchlesen. Und wo er natürlich total recht hat, es geht auch nicht darum, Einfamilienhäuser zu verbieten. Die haben natürlich eine Berechtigung und das wäre einfach Quatsch, das zu behaupten. Aber wenn ich lebe in Berlin und wir reden die ganze Zeit davon, das Bundesinnenministerium redet darüber, dass wir nicht genügend Wohnfläche zur Verfügung haben für die Menschen, die die eben benötigen und dass viele neue Wohnungen gebaut werden müssen. Und wenn man die Flächen kennt, hier auch in Berlin, dann weiß man, so viel stehen da nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn alle diejenigen, die jetzt eine Wohnung bräuchten, ein Einfamilienhaus in Berlin haben wollten, ja, dann würde das nicht funktionieren, ganz abgesehen davon, dass es gerade in den städtischen Gebieten gar nicht so wahnsinnig viel Einfamilienhäuser häufig gibt, gerade in den Ballungszentren. Also insofern ist es eine etwas schräge Debatte darüber. Was ich gut finde, ist, dass endlich mal das Gebäudethema, der Gebäudesektor hier zum Thema wird, auch in diesem Wahlkampf. Ich habe ja schon befürchtet, dass es überhaupt nicht mehr zum Thema wird, jetzt leider in einer etwas negativen Art und Weise. Weil dieser Gebäudebereich ist politisch unterdiskutiert, würde ich jetzt mal so sagen. Die anderen Sektoren werden viel differenzierter und häufiger auch in der debattiert. Aber gerade der Gebäudesektor hat ist wesentlich zur Erreichung der Klimaziele. Und wir haben da noch einigen Weg vor uns. Und die Lösungen sind noch nicht alle sozusagen umgesetzt und auf der Zielgeraden. Also auch da geht es natürlich ums nachhaltige Bauen. Es geht aber auch um soziale Fragen, die in diesem Zusammenhang massiv ja auch anstehen. Und dann nochmal zurück zum Einfamilienhaus. Nicht jeder kann sich das Einfamilienhaus leisten. Und insofern ist es wichtig, Quartiere zu schaffen, wie Herr Leinen das gesagt hat, die schön sind, die Privatheit gestatten, die aber eine Gemeinschaft erlauben und die für verschiedene, gesellschaftliche Gruppen auch zugänglich sind. Wir haben diese Sendung angefangen, Herr Leinen, mit dem Thema Biosprit und wie umweltfreundlich ist das und macht es Sinn. Es ist zwar immer Bio, aber ist es dann noch ökologisch und was ist der Fußabdruck und so etwas. Und da landen wir natürlich im zweiten Teil der Sendung jetzt bei der Verkehrswende. Das hängt unmittelbar mit dem Bauen zusammen. Wenn wir Alternativen brauchen zu dem, was heute läuft, und das ist ja nahezu unstrittig, dass wir das brauchen und dass das so nicht weitergeht, im Verkehrsbereich, im Baubereich, im Energiebereich insgesamt. Wie stellen Sie sich denn, Herr Leinen, eine, jetzt wieder Frage an den Europapolitiker, in ganz Europa, in der gesamten EU, eine Verkehrswende vor, weit über den Bereich Bio oder Nicht-Bio, in der Zukunft? Wie sehen da die Pläne auf europäischer Ebene aus und wo sind wir in der Diskussion? Was heißt ökologische Verkehrswende europaweit?
Na, wir haben ja erste Elemente, die man sehen kann. In Frankreich werden innerfranzösische Flüge verboten, wenn man mit dem Zug in 2 Stunden auch an das Ziel kommt. Das ist natürlich in dem Land gut zu machen, weil der TGV frankreichweit ausgebaut ist. Und ich glaube, das ist ein Rezept für Flächenländer wie Deutschland, wie Italien, Spanien, Frankreich, dass man sagt, wo der Zug die Alternative ist, braucht man nicht ein Flugzeug. Es führt mich dann zu transeuropäischen Netzen. Wir brauchen halt eben auch leistungsfähige Bahnstrecken. Und da kann man sich vorstellen, wie schwer das bei uns in Deutschland ist. Ich denke nur an die Rheinstrecke, die nicht vorankommt, weil wir natürlich ein dicht besiedeltes Gebiet sind. Also da muss man sich einiges einfallen lassen, vom Lärmschutz bis auch zum Tunnelbau. Die Schweizer haben es ja auch hingekriegt, dass sie ihre Neart quer durch die Alpen in den Tunnel gebaut haben. Also wir brauchen leistungsfähige Bahnverbindungen für den Nahverkehr, aber auch für den Fernverkehr insbesondere. Gut, im Nahverkehr, der ÖPNV natürlich, wenn er leistungsfähig ist. In Berlin brauche ich kein Auto vorm Netz. Ja. Ich wohne also 15 Kilometer außerhalb von Saarbrücken. Ich käme gar nicht weg, wenn ich kein Auto hätte. Also ich sage immer, die Realität ist völlig unterschiedlich, ob ich in einem städtischen Verbund lebe oder ob ich mehr auf dem Land lebe. Und da denke ich, gibt es auch neue Modelle. Das erste Mal, wo ich in der Türkei war, habe ich mich gewundert, diese kleinen Büsse, die überall Halt gemacht haben und die Leute mitgenommen haben. Und da denke ich heute mit iPhone und so, es müsste irgendwie ein öffentliches Taxi geben, sodass ich von A nach B mitgenommen werde oder bestellen kann. Und ich glaube, das wird auch kommen. Nicht Carsharing, diese Dinge sind ja unterwegs, reicht nicht für die Gesellschaft insgesamt, aber sind Teile davon. Also ich denke, dass in 10 Jahren werden wir Sharing-Modelle bekommen, wo nicht jeder ein Auto hat, wo man auch nicht immer Auto fährt, aber wo man mobil bleibt. Und man darf die Landbevölkerung nicht vergessen. Viele Debatten, die ich auch in Brüssel erlebt habe, sage ich, wo wohnst du? Ja, ich wohne in Amsterdam. Und du? Ja, ich wohne in Madrid, da brauche ich kein Auto. Aber wenn ich auf dem Land wohne, ist das Thema schon schwieriger. Frau Metz, wie sieht für die Deutsche Umwelthilfe eine ökologische Verkehrswende bis 2030 aus? Also fest steht ja, dass wir eine Dekarbonisierung des Verkehrs brauchen bis 2030. Und da geht es an erster Stelle darum, den individuellen Pkw-Verkehr zu reduzieren. Das heißt, es wird nicht die Lösung sein, einfach alles zu übersetzen in voll elektrische Fahrzeuge. Also das ist, glaube ich, klar. Und da gilt es natürlich für Städte und auch für die ländlichen Regionen unterschiedliche Konzepte zu finden. Häufig wird immer über die Stadt geredet und da hat Herr Leinen recht, teilweise vernachlässigt oder wird in dieser ganzen Diskussion eben, werden die ländlichen Regionen vernachlässigt. Denn tatsächlich sind es völlig unterschiedliche Perspektiven. Ich bin überzeugt davon, dass wir gerade in den Städten aber schnell anfangen. Fängt ja jetzt auch schon an, ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Das heißt, dass man zum Beispiel in den Städten den Radverkehr deutlich ausbaut. Da ist es ja so, dass wir im Moment als Deutsche Umwelthilfe uns sehr stark auch für diese Pop-up-Radwege einsetzen, dass hier einfach ein Umdenken auch stattfindet, dass eben Fußverkehr, Radverkehr auch teilweise Vorrang haben muss oder eigentlich Vorrang haben muss vor dem Pkw-Verkehr. Dann wird es nämlich auch deutlich attraktiver, zum Beispiel in Städten sich mit dem Fahrrad zu bewegen. Ich habe 2 kleine Kinder und kann nur sagen, auf den Fahrradwegen in Berlin fahre ich mit den beiden nicht Fahrrad, weil das ist zu gefährlich, die sind zu schmal und eben die Verkehrsführungen sind eben zugunsten der Autos gemacht und nicht zugunsten des Fahrradverkehrs und das wäre mir deutlich zu riskant. Das heißt, da kann man schon viel umdenken und dann braucht es natürlich die Konzepte für die ländlichen Regionen. Das, was dann trotzdem noch an Individualverkehr notwendig ist, weil man es einfach braucht, man kann jetzt nicht jemand, der auf dem Land lebt, sagen, es tut mir leid, 3-mal am Tag ein Bus, das muss reichen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man wird den Individualverkehr noch haben. Aus unserer Sicht muss er stark reduziert werden. Und dann ist es aber auch wichtig, auch bei zum Beispiel voll elektrischen Fahrzeugen, darauf zu achten, dass nicht jedes elektrische oder voll elektrische Fahrzeug gleich ist. Aktuell sind das alles Null-Emissionsfahrzeuge.
Das sind sie nicht, sondern die haben sehr unterschiedliche Verbräuche, was eben die Energie angeht, die sie benötigen. Also auch da muss dafür gesorgt werden, dass besonders effiziente Fahrzeuge, voll effiziente Fahrzeuge auf unsere Straßen kommen und nicht Elektrorennlaster. Das wird nicht unsere Zukunft sein. Ich habe mal gelesen, dass für die Herstellung eines Autos, eines PKWs, 50 Tonnen Wasser verbraucht werden und zum Teil vergiftet werden. Das heißt, egal, ob das ein Benziner, ein Diesel oder ein komplett elektrisch gefahrenes Auto ist, 50 Tonnen Wasser zur Herstellung eines PKW. Das kann doch, Herr Leinen, nicht die Zukunft sein. Nein, gewiss nicht. Ich glaube auch, dass die Autos in Zukunft auch anders aussehen als heute. Sehr interessant, dass Mercedes mit der neuen S-Klasse, ja, dieses ganz große Auto, auch tolle Gewinne macht und tolle Umsatzzahlen. Und verkaufen die auch weltweit. Es gibt ja dann sicherlich im Nahen Osten und in China und sonst wo auch noch Regionen, wo diese Autos dann immer noch der Clou des Jahres sind. Aber man sieht ja auch die Debatte, wenn ich jetzt höre, dass Apple und Google und alle die am Basteln sind, wie das Auto der Zukunft aussieht, dann werden das nicht mehr 50 Tonnen Wasser sein, sondern das muss runtergehen auf ein Minimum. Und Mobilität ist genauso wie Energie ein Grundbedürfnis. Wir wollen Energie haben, zum Heizen oder zum Kühlen oder auch zum Leben. Und wir brauchen auch Mobilität für die Arbeit, für alles, was wir auch sonst tun. Das muss nicht das Auto sein. In Städten, da würde ich Frau Metz zustimmen, ist der Radverkehr auch noch unterentwickelt. Nicht alle Städte sind so wie Münster, ja, die vorbildlich sind. Da ist viel Nachholbedarf. Ich glaube, dass dann wäre auch noch zu diskutieren, wie wir die E-Mobilität bei Fahrrädern sehen. Ich jedenfalls im Saarland, einer Mittelgebirgslandschaft, muss sagen, war das ein Segen. Also viele Leute sind auf Fahrrad umgestiegen, wo sie vorher es nicht gemacht hätten, weil es einfach am Hügel, muss man schon sportlich sein mit dem Fahrrad. Und nicht jeder will dann bei jeder Fahrradtour auch schwitzen. Also da kommt die Technik einem auch zugegen und hilft einem, dass man dann tatsächlich im Kurzbereich von bis zu 5 Kilometern Dinge erledigt mit dem E-Fahrrad, sage ich jetzt mal, wenn man nicht gerade jung ist und sportlich das betreibt. Also da sehe ich einen Umschwung, der schon stattfindet. Und wir werden nicht mehr so viel Autos fahren und wir werden nicht mehr so viel Autos haben, weil wir sie nicht mehr brauchen werden. Das, glaube ich, ist der Trend. Zum Schluss, Frau Metz, ein ganz anderes Thema. Die Deutsche Umwelthilfe hat eine Studie veröffentlicht, natürlich umstritten wie alles, was die Deutsche Umwelthilfe macht, chemisches Recycling. Was ist das wichtigste Ergebnis dieser Studie? Das wichtigste Ergebnis, dass man erstens die Frage stellen muss, ob chemisches Recycling eine zulässige Bezeichnung ist, denn beim chemischen Recycling geht es darum, Kunststoffe praktisch zurückzuverwandeln in ihre ursprünglichen Rohstoffe. Und das hat mit und dann werden aus diesen Rohstoffen wieder neue Kunststoffe hergestellt. Das ist jetzt also im Recycling stellt man sich ein Stück weit anders vor. Und tatsächlich ist es so, dass es keine transparenten Ökobilanzen zum chemischen Recycling gibt, die belegen können, dass es tatsächlich einen ökologischen Vorteil hat. Deswegen bezweifeln wir das sehr stark, dass das so ist. Die chemische Industrie oder die Industrie gibt selbst zu, dass sie zum einen 50% Materialverluste haben beim chemischen Recycling. Wir wissen auch, dass natürlich gefährliche, gesundheitsgefährdende Stoffe entstehen bei einem chemischen Recycling, wie zum Beispiel BPA. Das ist ein Stoff, den man vielleicht kennt, weil er verboten wurde in Babymilchflaschen. Der dann entsteht und der bleibt auch zurück. Und da ist eben auch die Frage, was passiert denn eigentlich am Ende des Tages damit? Dazu kommt ein hoher Energieaufwand, um eben sozusagen den Kunststoff chemisch wieder voneinander zu lösen. Lösungsmittel kommen natürlich auch zum Einsatz. Und dann muss ja sozusagen die nächste Verpackung auch wieder neu produziert werden. Auch da muss natürlich wieder Energie eingesetzt werden, um das zu tun. Insofern, solange es keine stichhaltigen und transparenten Daten gibt, die von der Industrie zur Verfügung gestellt werden und darauf basierend Ökobilanzen erstellt worden sind, die, sage ich mal, wirklich nachweisen können, dass es hier einen Vorteil gibt,
ist es aus unserer Sicht auf jeden Fall zu vermeiden, hier auch politischerseits Förderung dafür auszugeben oder Anreize zu setzen, hier auf dieses Pferd zu setzen. Weil ich glaube, das wird definitiv keine Lösung sein können für das Verpackungsproblem, was ja damit oder unser Müllproblem, was wir haben, was ja damit teilweise gelöst werden sollte. Das wird nicht gelingen. Wie reagiert denn die chemische Industrie auf Ihre Studie? Ich würde mal sagen, die halten dagegen und auch da wieder dieses Heilsversprechen, mit dem chemischen Recycling können wir die Probleme im Verpackungsbereich lösen. Das wird nicht gelingen. Da muss man umdenken und da denke ich zum Beispiel an den Tetra Pak, der als ökologische Verpackung angepriesen wird. Das ist keine ökologische Verpackung. Der Tetra Pak besteht zu einem großen Anteil aus Plastik und muss genau in so einem chemischen Prozess, wenn er recycelt werden würde, auseinandergenommen werden mit, wie gesagt, einem hohen Energieaufwand. Und da stellt sich mir die Frage, warum muss ich Saft oder Milch im Tetra Pak verkaufen? Warum kann ich den nicht in der Mehrwegflasche verkaufen, die vielfach wiederverwendbar ist? Regionale Befüller wären praktisch da auch die Anlaufstelle. Das heißt, man würde, sage ich mal, regionale Strukturen hier auch stärken, wenn wir hier zu einer erhöhten Quote von Mehrwegverpackungen kommen im Getränkebereich. Mhm. Und die haben wir ja schon. Es ist nicht so, dass es Milch nicht auch in der Mehrwegflasche gäbe oder Saft nicht auch in der Mehrwegflasche gäbe. Insofern, warum muss man doch zuerst die Frage stellen, brauche ich denn tatsächlich so eine komplizierte Verpackung wie den Tetra Pak? Gibt es nicht die ökologische Alternative? Und diese Frage muss ich zuerst stellen, bevor ich mir die Frage stelle, wie kann ich denn in einem sehr energieaufwendigen Prozess einen Tetra Pak dann wieder recyceln? Was sagt der Europapolitiker Leinen dazu? Wir machen ja in der EU jetzt im Herbst eine neue Ökodesign-Richtlinie. Und da beginnt das Problem. Das heißt, bei der Modellierung von Verpackungen von anderen Plastikprodukten, muss man im Ökodesign schon gucken, ob das nachher auch recycelfähig ist, und zwar als Materialrecycling, indem man es sortieren und separieren kann und damit nochmal neue Produkte herstellt. Ich muss aber auch sagen, dass ich gelernt habe, dass wir nicht nur Verpackungen haben. Ja? Wir sind immer gleich bei Tetra Pak, das ist natürlich ein Massenprodukt. Aber wir haben im chemischen Bereich haben wir auch Säuren, wir haben Farbe, wir haben Kunststoffgemische. Und ich sehe, dass, wir kann die Firma ja auch nennen, BASF, auch in dem Bereich unterwegs ist. Und da gibt es dann schon Materialien, die man so ohne das Erhitzen und durch Druck, was ja chemisch dann die Prozesse sind, nicht auseinanderbekommt. Also ich würde zustimmen, Ökodesign schauen, dass man materialverwertbare Stoffe bekommt, als Verpackungen, als sonstige Plastikmaterialien. Aber es gibt auch Verbundstoffe, die von der Eigenschaft her notwendig sind, wo dann als Restgröße, als letztem Moment chemisches Recycling in Frage kommt, weil die Alternative wäre, in den Verbrennungsofen. Und da kommt dann zwar noch vielleicht ein bisschen Energie raus, aber kein neuer Stoff mehr. Herr Leinen, Sie haben mal vor einigen Jahren dieses interessante Buch geschrieben. Vielleicht sind Sie überrascht, dass ich das jetzt in die Kamera halte. Das heißt, das demokratische Weltparlament. Und Sie haben ein Weltparlament vorgeschlagen in diesem Buch. Nicht nur ein nationales und ein europäisches, sondern ein Weltparlament. Parlament, das haben wir heute noch nicht. Wären wir denn in der gesamten Umweltpolitik weiter, wenn wir ein Weltparlament, eine Weltregierung und vielleicht auch eine Weltjustiz hätten? Das haben wir ja alles nur im Ansatz über die UNO. Was glauben Sie heute nach einigen Jahren Abstand zu diesem Vorschlag? Ich bin mehr denn je überzeugt, dass wir eine globale Governance, Global Governance brauchen. Und das kann nicht nur von Regierungen kommen, das muss von den Bürgern kommen. Und Parlamente sind ja doch von Bürgern direkt gewählt und haben auch sehr oft das Ohr näher an den Bürgerinnen und Bürgern als vielleicht manche Regierung auf der Welt. Und ich sehe, dass wir in New York die UNO-Generalversammlung haben, die 194 Länder der UNO, da sitzen nur Diplomaten und halt eben Regierungen, Exekutiven. Die Legislativen, die Parlamente sind da gar nicht vertreten. Und ich meine, die Welt braucht eine parlamentarische Versammlung, wo diese großen Fragen, Klimawandel,
Pandemien, Armutsbekämpfung, wo Terrorismus, wo diese Dinge auch diskutiert werden und wo dann nicht nur die Regierung, sondern durch die Verteilung auch Oppositionskräfte mit drin sitzen. Und ich habe im Europaparlament gelernt, welch eine Dynamik entsteht, wenn man aus 27 Ländern Ideen mitbringt. Also viele Länder in Europa wären, weiß Gott, nicht so weit. Und die Umweltpolitik wäre auch in Deutschland nicht so weit, wenn wir nicht die Gesetzgebung aus Brüssel hätten. Das stelle ich fest beim Verbraucherschutz, beim Umweltschutz und immer mehr auch beim Datenschutz. Also diese Gesetzgebung hätten wir auf nationaler Ebene nicht bekommen, weil die Lobbys wesentlich direkter Zugriff haben auf die Entscheidungsträger in der nationalen Hauptstadt, wie das etwas weiter weg ist. Da gibt es sie auch, aber sie haben nicht so eine Wirkung. Und ich erhoffe mir, dass mein Buch, wie viele andere Debatten, in diese Richtung gehen, dass wir eine Welt sind und dass diese eine Welt eine Ordnung braucht, die wesentlich besser ist als das Chaos, was wir heute in der Weltpolitik haben. Frau Metz, sind Sie der Meinung, dass in der Umweltpolitik Brüssel ein Segen für Berlin ist? Eindeutig. Ich bin überzeugte Europäerin und sehe auch die großen Impulse, die kommen aus der Europäischen Union. Und wenn ich zum Beispiel natürlich auch an die Luftreinhaltung darauf blicke, das Recht auf saubere Luft für alle europäischen Bürger, das haben wir auf europäischer Ebene erkämpfen können. Und jetzt auch mit dem New Green Deal gibt es wiederum Impulse, gerade auch Richtung Kreislaufwirtschaft, die ganz wesentlich sind. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass unser Europa, auch wenn es im Moment natürlich verschiedene Strömungen, Kräfte da auch gibt, dass wir Europa an erster Stelle auch stärken, weiterhin weiterentwickeln und erhalten können am Ende des Tages. Ich glaube, sonst schaut es schlecht aus für uns alle. Sagen Sie, werden Sie auch so weit gehen wie Jolainen und meinen, dass ein Weltparlament noch ein Schritt weiter wäre in eine bessere Richtung? Ich glaube, dass es eine Utopie ist, sage ich jetzt mal so, die sehr erstrebenswert wäre. Wie gesagt, im Moment sehe ich gerade, dass wir für Europa kämpfen müssen und hier dafür sorgen müssen, dass wir als Europäer stabil sind und noch stabiler werden. Und natürlich ist dann ein Weltparlament sicherlich etwas, was erstrebenswert ist, weil Kommunikation zwischen Ländern und Kontinenten wahrscheinlich, sage ich mal, grundsätzlich der Schlüssel sind für Lösungen. Grenzen wieder zu verschärfen ist sicherlich nicht die Lösung. Und ein Weltparlament, klar, wäre eine schöne Vorstellung, falls es gelingen würde. Und Jolainen, zum Schluss eine Weltregierung, eine Regierung, die wirklich von den Bürgerinnen und Bürgern über ein Weltparlament, vielleicht ähnlich wie in Deutschland, wo am Schluss der Bundestag den Bundeskanzler wählt und damit auch die Bundesregierung. Wäre das ein vernünftiger Schritt für eine bessere Welt? Eine Weltregierung, die wirklich von unten gewählt wird, mit Weltwahlen, Herr Leinen. Na, ich sage ja, wir sind eine Welt. Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen. Wir sind über das Internet so miteinander verbunden, dass wir genau wissen, was am anderen Teil der Welt passiert. Und wir können auch sozusagen alle miteinander untergehen oder miteinander eine bessere Zukunft haben. Und insofern muss man diese Utopie, diese Vorstellung schon diskutieren. Wie können wir die Welt Governance, wie man sagt, ja, wie können wir das Regieren in der Welt demokratischer machen und effizienter machen? Und da gehört für mich an erster Stelle die Abschaffung des Vetos im UNO-Sicherheitsrat, diese Selbstblockade der UNO. Also wir brauchen eine neue UNO. Und wir haben ja eine Weltorganisation, brauchen sie nicht neu zu erfinden, aber sie muss kräftig renoviert werden. Das Veto muss abgeschafft werden, dann kommt man zu schnelleren Beschlüssen. Und die demokratische Unterfütterung der UNO muss verbessert werden. Und deshalb müsste neben der Generalversammlung der Regierung eine parlamentarische Versammlung kommen.
Die würde dann wie das Europaparlament anfangen mit Informationsrechten, mit Konsultationsrechten, wie die UNO ihre Milliarden ausgibt, gucken, ob da Korruption ist, ob das gut eingesetzt ist. Das hätte ein Vorschlagsrecht, was die UNO tun sollte. Und ganz langsam, wie das Europaparlament, würde es dann auch Regulierungskompetenz bekommen. Ja? Und so stelle ich mir die Weltregierung vor. Das wird nicht wie ein Staat direkt schon Gesetzgebung machen, aber man muss die Blockaden lösen in der Weltgemeinschaft. Und dieser unsägliche Sicherheitsrat mit dem Veto blockiert ja die ganze Menschheit. Und ich weiß nicht, wie lange sich die Menschheit sich das noch bieten lässt. Und ich stelle fest, mit meinem Buch, da gibt es ja Resonanzen. Also ich kann sagen, das afrikanische Parlament, das südamerikanische Parlament, das indische Parlament, die haben alle Beschlüsse gefasst für eine parlamentarische Versammlung bei der UNO. Die Schwachen dieser Welt erhoffen sich eine andere UNO, damit sie eine größere Stimme bekommen. Es gibt einen Politiker, einen Weltpolitiker, zumindest einen ehemaligen Weltpolitiker, der diesen Thesen voll zustimmt und sagt, eine Welt, eine Menschheit unter einer Sonne braucht auch ein Weltparlament und eine Weltregierung. Das ist Michail Gorbatschow. Er hat mir das so gesagt in einem Buch, das ich mit ihm zusammen gemacht habe, über diese Fragen. Und er wird in diesen Tagen 90, ein weißer, alter Weltpolitiker, dem wir viel gerade in Deutschland zu verdanken haben, stimmt diesen Thesen von Barbara Metz und von Jo Leinen voll zu. Sie haben also Mitstreiter. Frau Metz, Sie haben gesagt, das ist eine Utopie noch heute. Oft waren die Utopien von heute die Realitäten von morgen. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese beiden Aspekte, die deutschen Aspekte, die wir mit Barbara Metz überwiegend diskutiert haben, die europäischen Aspekte bis zu den Weltaspekten, die wir mit Jo Leinen diskutiert haben, in Umweltfragen, einen der wichtigsten Probleme unserer Zeit und des 21. Jahrhunderts. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese differenzierte, für diese interessante und spannende Diskussion. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Herzlichen Dank, wenn Sie mögen. Jeden Montagabend geht es um die Zukunft und um Zukunftsthemen hier bei und bei dieser Sendung Franz Alt auf Transparenz TV. Seien Sie uns immer herzlich willkommen. Danke nach Berlin, danke nach Saarbrücken. Guten Abend.